Ja, liebe Studierende des Seminars, kleine Textform. Ich freue mich sehr, dass ich Ihnen dieses erste Input-Video präsentieren kann zur Frage, was ist ein Text? Die Linguistik unterscheidet ganz grob gesagt zwischen einem grammatischen Textbegriff, einem pragmatischen Textbegriff und dem, worauf wir im Seminar ein wenig hinwollen, dem multimodalen Textbegriff. Und ich würde ganz gern mit einigen Bestimmungen anfangen, die erst den grammatischen Textbegriff beleuchten und dann den pragmatischen Textbegriff, um dann mit einem Ausblick, denn das wird uns noch länger beschäftigen, zum multimodalen Textbegriff zu kommen. Zunächst hier eine Definition von Gülich-Reibel. Sie sehen, schon etwas in die Jahre gekommen, aber hat nichtsdestotrotz nichts an ihrer Gültigkeit verloren. Im Sinne der Komplementarität beider Betrachtungsweisen sollte bei der Definition von Text sowohl auf die textexternen als auch auf die textinternen Kriterien zurückgegriffen werden. Ein Text wäre danach, textintern gesehen, ein komplexes sprachliches Zeichen, das nach den Regeln des Sprachsystems Long gebildet ist. Textextern gesehen wäre ein Text dann gleichbedeutend mit Kommunikationsakt. Schauen wir uns zunächst erstmal den ersten Teil genauer an. Auch dafür gibt es Vorläufer und Nachfolger. Wie von Harvey 1968, ein Text ist ein durch ununterbrochene pronominale Verkettung konstituiertes Nacheinander sprachlicher Einheiten. Oder Weinrich 93, Texte sind sinnvolle Verknüpfungen sprachlicher Zeichen in zeitlich linearer Abfolge. Wenn man sich das Ganze anschaut und mit Bucran Tressler, auch einer sehr prominenten Einführung in die Textlinguistik, auf diese Bestimmungen schaut, dann beleuchtet man mit diesen textinternen Faktoren die der Kohärenz und der Kohäsion und beschreibt im Wesentlichen eine Textgrammatik. Ein Text erfüllt sieben Kriterien der Textualität. Wenn irgendeines dieser Kriterien als nicht erfüllt betrachtet wird, so gilt der Text nicht als kommunikativ. Daher werden nicht kommunikative Texte als Nicht-Texte behandelt. Ein Beispiel: Wenn Sie nur die Kohäsion und die Kohärenz als textgrammatische Prinzipien für die Textualität gelten ließen, wäre zum Beispiel das Stoppschild mit dem sehr ikonischen Stopp-Schriftzug kein Text. Anders sähe es aus, und das schauen wir uns in einem zweiten Schritt an, wenn Sie Intentionalität, Akzeptabilität, Informativität, Situationalität und Intertextualität mit dazunehmen. Das sind aber textpragmatische Aspekte. Kommen wir zunächst zum Begriff der Kohäsion. Die Kohäsion ist mehr oder weniger das Rückgrat der Kohärenz, denn nur über Kohäsionsmittel kann Kohärenz hergestellt werden. Und damit gemeint ist der strukturell grammatische Zusammenhang eines Textes. Und es gibt sogenannte Kohäsionsmittel, die diesen grammatischen Zusammenhang herstellen. Und es sind Elemente, die die Einzelelemente des Textes transphrastisch miteinander verknüpfen und dabei nicht an der Satzgrenze, also an der Periphrasengrenze, Halt machen, sondern auch darüber hinaus verweisen. Es gibt im Wesentlichen drei große Kategorien für die Kohäsionsmittel. Das eine sind Proformen, das heißt, das sind Ersetzungen, die entweder zurückverweisen können oder vorverweisen. Wenn ich zum Beispiel sage, Peter geht in der Sonne spazieren, ihm war sehr warm, dann wäre ihm ein Rückverweis auf Peter, während Peter ein Vorverweis gewesen wäre auf ihm. Dann haben wir Rekurrenzen. Das können direkte Wiederholungen sein, also zum Beispiel, wenn Sie immer dasselbe Wort wieder und wieder benutzen. Das können Substitutionen sein, also Ersetzungen, so wie Peter und Herr Müller. Und es können Ellipsen sein, die voraussetzen, dass Sie bestimmtes Wissen, das Sie schon im Text erworben haben, ergänzen, ohne dass es noch einmal expliziert wird. Darüber hinaus, und das ist ein sehr spannendes Feld, auch konstruktionsgrammatisch, die sogenannten Konnektoren, die bestimmte satzwertige Ausdrücke oder auch Phrasen miteinander kombinieren und in Relation setzen. Die beliebtesten Konnektoren in der Narrativik sind die von Kindern verwendeten und dann, und dann, und dann passierte das und das. Das können Sie beliebig rein und dadurch stellen Sie, durch dieses Kohäsionsmittel stellen Sie Kohärenz der Erzählung her. Und das ist eines der schönsten Beispiele für einen Konnektor. Daneben wird die Kohäsion weiter unterstützt durch aufeinander verweisende Tempusform oder auch durch die Thema- und Rema-Gliederung der einzelnen Sätze und der aufeinander folgenden Sätze.
Dann könnte man sagen, es gibt sowas wie explizite Wiederaufnahmen, das sind die, die wir gerade beschrieben haben, und es gibt strukturelle Wiederaufnahmen, das heißt, die durch eine ähnliche Struktur des Textes eine Zusammengehörigkeit erkennen lassen. Es gibt dann Parallelismen und die schon genannten Ellipsen, wenn Sie diese Unterscheidung an der Stelle machen wollen. Daneben gibt es implizite Wiederaufnahmen. Und das sind wieder Aufnahmen, die tatsächlich mit ihrem Wissen um diese Welt und die Kultur und die Geschichte, in der sie leben, zusammenhängen. Es gibt logisch begründete Kontiguitäten, sodass das, was einen Anfang hat, in der Regel auch ein Ende hat. Es gibt ontologisch begründete Kontiguitäten, sodass dass es in der Nacht, wenn die Sonne untergegangen ist, meist dunkel ist. Und es gibt kulturell begründbare Kontiguitäten, sodass, wenn man von Klassik spricht, auch wahrscheinlich einen Ort wie Weimar mitmeint. Oder im Moment laufen wir auf das Osterfest zu. Nicht allen, zum Beispiel der Bild ist bekannt, dass man am Karfreitag kein Abendmahl feiert. Wenn Sie das wissen, wäre das eine kulturell begründete Kontiguität. Ja, dann kommen wir mal zur Kohärenz. Das war der zweite große Teilbereich. Und wie schon gesagt, ist ohne die Kohäsion keine Kohärenz möglich. Die Kohärenz meint den inhaltlich-thematischen Zusammenhang eines Textes. Es gibt unterschiedliche Kohärenzkonzepte, von denen wahrscheinlich am einleuchtendsten das der Text Isotopie ist, nämlich dass eine Textkonsistenz dadurch hergestellt wird, dass es semantische Äquivalenzen in Beziehungen von Lexemen eines Textes untereinander gibt, die miteinander in Beziehung stehen. Und man spricht dann, wenn solche Rekurrenzen auftreten, von sogenannten Isotopieketten, die sich durch die Texte ziehen. Und in der klassischen Textanalyse hat man das ja gern so gemacht, dass man diese Isotopieketten und Isotopien farbig markiert hat und dadurch ganz klar zeigen konnte, wann ein bestimmter Textabschnitt beginnt und zum Beispiel eine bestimmte Isotopie fortgeführt wird. Denken Sie daran, etwa den Bericht eines zum Brand in einem Haus, dann werden Sie Isotopien finden, die mit Menschen und mit Häusern, mit Wohnungen zu tun haben. Und es gibt Isotopien, die mit Feuergefahr und dem Feuerlöschen selbst verbunden sind. Es würde Sie etwas wundern, wenn in diesem Bericht über den Löschvorgang eines Hauses jemand anfängt zu sprechen über das Ziehen von Geranien am Balkon. Dann wäre das ein ziemlich deutlicher Hinweis darauf, dass wir da so etwas wie eine Textgrenze haben und ein neuer Text beginnt. Dann idealerweise zu einem neuen Thema, das sehen Sie hier auf Position 4. Das heißt, damit wird auch ein inhaltlicher Zusammenhang der sprachlichen Einheit angezeigt. Frames, die hier genannt sind, sind etwas anderes als die Frames der Frame-Semantik. Es basiert auf dem älteren Frames- und Skript-Konzept, dass Frames eher für die Ereignisse typische Situationen stehen. Also das heißt, denken Sie bitte daran, stellen Sie sich vor, Sie müssten einen Text darüber schreiben, wie man eine Kartoffel schält. Das wäre eine typische Situation, ein typisches Ereignis. Und der Frame selbst ist das Setting, in dem Sie üblicherweise etwas tun, nämlich in dem Fall eine Kartoffel schälen für das Essen und das dann zubereiten. Und da sind Sie üblicherweise in einer Küche. Das Skript selbst würde dann die Handlung selbst beschreiben, das heißt, dass wir sie tun müssen, um eine Kartoffel zu schälen und dann zuzubereiten. Das wäre dann die Handlungsempfehlungen, die erscheinen üblicherweise in einer sehr stark konventionalisierten Textsorte, nämlich dem Kochrezept. Dann gibt es sogenannte Präsuppositionen, das sind Sinnvoraussetzungen, die der Äußerung zugrunde liegen. Das heißt, Sie müssen erst einmal wissen, was eine Kartoffel ist und Sie müssen auch ein Konzept davon haben, was eine Küche ist, bevor Sie sowohl Frame als auch Skript irgendwie verstehen. Und Präsuppositionen sind die häufig, oder sagen wir mal so, Präsuppositionen sind sorgen dafür, dass sie am häufigsten stolpern, wenn sie einen bestimmten kulturellen Zusammenhang nicht kennen und erst kennenlernen. Davon abgesehen gibt es dann noch unterschiedliche Formen der Koordinierung, das heißt der Vernetzung von sprachlichen Einheiten, die miteinander in Relation stehen. Auch hier spielen die Kohäsionsmittel eine ganz entscheidende Rolle. Ich hatte Ihnen gerade schon die Konnektoren genannt, die zum Beispiel für die Chronologisierung beim Erzählen wirken, sorgen. Dann gibt es zum Beispiel auch Schlussregeln bei Argumentationen, in denen Sie andere Konnektoren verwenden und Konjunktion und Subjunktion, nämlich sowas wie da und weil und deshalb und aufgrund.
Und dann haben sie durch Perspektivierungen unterschiedliche Vernetzungsmöglichkeiten, stellen sie sich vor, in einem relativ neutralen Bericht oder auch wissenschaftssprachlich verwendet man gern passive oder eher nicht agentive Konstruktionen, um Sachverhalte objektiv darzustellen, auch wenn sich das in letzter Zeit ein wenig auflöst. Ja, dann haben wir, was können wir, wie wir können, können wir Kohärenz analysieren? Zunächst erstmal empfiehlt es sich, unterschiedliche Teilthemen eines Textes zu identifizieren, diese aufzulisten und dann einem Hauptthema zuzuführen. Und darüber hinaus ist essentiell, die thematische Entfaltung zu analysieren. Man unterscheidet hier zwischen einer deskriptiven Themenentfaltung, also eher einer Beschreibung, einer argumentativen, also einer auf Daten, Argumente und Schlüsse angelegten Entfaltung. Dann haben wir eine explikative, das wäre eine erläuternde, erklärende und eine narrative Themenentfaltung, das wären Erzählungen. Ja, unabhängig davon, dass wir so etwas wie eine grammatische Form von Texten haben und eine grammatische Bestimmung von Texten, gibt es auch die pragmatische Bestimmung von Texten. Manch einer würde so weit gehen und dieses Guerilla-Marketing, was Sie hier sehen, für eine Marke, nämlich den Master Proper, als Text zu bezeichnen. Andere würden das nicht tun, aber es lassen sich die wesentlichen Textualitätskriterien von de Grandes und Dressler an dieses Ereignis anheften, wenn sie den Textbegriff weit genug dehnen. Kommen wir aber erst einmal zurück auf die Definition von Jülich-Reible. Jetzt wird hier der zweite Teil der Definition interessant, nämlich textextern gesehen wäre ein Text dann gleichbedeutend mit einem Kommunikationsakt. Und das können Sie dem Guerilla-Marketing durchaus unterstellen. Sie werden erstens unterhalten und zweitens appellativ aufgefordert, das Produkt zu kaufen. Das ist im Wesentlichen die Botschaft dieses Textes. Ja, es gibt natürlich auch noch viele andere Definitionen, die genau auf diese pragmatische Dimension des Textes abzielen. Hier nur zwei Beispiele von Schmidt und Busch-Stenschke 2007. Das ist einfach die Auflage, die ich jetzt im Moment zur Hand hatte. Das Studienbuch Linguistik von Ihnen, Bachelorwissen Linguistik, ist schon in sehr viel späteren Auflagen erschienen und neu erneuert. Nichtsdestotrotz greife ich mal auf diese Beschreibung hier zurück. Text ist eine schriftsprachliche kommunikative Einheit, deren Elemente in aller Regel sind die Sätze inhaltlich, thematisch, Kohärenz und strukturell grammatisch Kohäsion, hier sehen Sie es schon, miteinander verknüpft sind. Texte weisen eine spezifische kommunikative Funktion auf und können in einem sortentypischen und intertextuellen Zusammenhang zu anderen Texten stehen. Ja, jetzt sind wir genau also auf dieser textpragmatischen Schiene, die ich mit de Beaugrand und Dressler vorhin schon ganz kurz erwähnte. Und jetzt werden die Kriterien der Intentionalität, der Akzeptabilität, der Informativität, der Situationalität und der Intertextualität relevant, auch wenn Sie gerade bei Busch-Stenschke gesehen haben, dass mehr oder weniger die textgrammatischen, also die textinternen Kriterien und die textinternen externen Kriterien gleichermaßen berücksichtigt werden in den modernen Textdefinitionen. Zur Informativität, das muss ich hier nicht weiter ausführen. Hier geht es im Wesentlichen um die Frage, welchen Informationsgehalt, das heißt, welchen Neuigkeits- und Nachrichtenwert hat ein Text, das heißt, was bietet er an neuen Informationen. Intentionalität, man geht davon aus, dass Texte mit einer als gezielte sprachliche Handlungen emittiert werden, das heißt, jemand will etwas mitteilen. Und sie gehen als Rezipientinnen davon aus, dass jedes textliche Zeugnis einer Intention folgt. Das Ganze führt zum Beispiel auch in der Literaturwissenschaft dazu, dass man vom sogenannten autobiografischen Akt spricht, nämlich dass, wenn jemand von sich selbst erzählt, sie unterstellen, er tut es absichtsvoll und natürlich von seiner Person. Und sie sind auch bereit, diese Intentionalität, die sich im Text ausdrückt, mitzunehmen und als Rezipientinnen prioritär zu setzen, obwohl sie wissen, dass eine Autobiografie freilich ein fiktionaler Text ist oder ein fiktionaler Text sein kann oder fiktionale Bestandteile haben kann, die mit einer Abbildung von Realität und Wirklichkeit nicht zwingend etwas zu tun haben müssen. Situationalität, das ist ein Merkmal, das den Text für eine spezifische Situation der Verwendung ausweist, und viele Texte, die Sie kennen, sind auf eine bestimmte Situation ausgelegt. Wir hatten vorhin das Beispiel des Kochrezepts. Sie können aber auch die Briefmarke, die
die bildgebend ist für den Titel zu diesem Seminar, und andere Texte hinzuziehen. Und immer werden Sie eine Situation, in der Sie bestimmte Texte gebrauchen können, beschreiben. Dann Akzeptabilität. Hier geht es im Wesentlichen um ein sehr spezifisches Merkmal. Hier geht es um die Bereitschaft eines Rezipienten, einen Text zu verstehen. Also das heißt, es geht nicht um eine grammatische Akzeptabilität, wie auch immer die geartet sei, sondern es geht darum, ob ein Rezipient oder eine Rezipientin bereit ist, den Text zu rezipieren. Genau, das ist ein besonderes Merkmal hier, Debuchrand-Dressler. Und schlussendlich der Begriff der Intertextualität. Wichtig ist, der unterscheidet sich vom literaturwissenschaftlichen Intertextualitätsbegriff, der nicht so ausmodelliert ist wie der linguistische. Hier geht es um die Abhängigkeit von Texten untereinander und zueinander. Es gibt sowas wie eine referenzielle Intertextualität, nämlich dass ein Text direkt auf einen konkreten anderen Text referiert. Das wäre in dem Beispiel im akademischen Kontext, im akademischen Schreiben ein Fußnotenapparat. Und dann gibt es so etwas wie eine typologische Intertextualität, nämlich dass intertextuelle Relationen funktionale und strukturelle Übereinstimmungen von Texten betreffen. Es geht hier zum Beispiel bei der Briefmarke sowohl darum, dass es eine Briefmarke ist, als auch darum, dass sie ein bekanntes Märchenmotiv wiedergibt. Dann, die Textfunktionen sind schon oft genannt worden, das heißt, wozu brauche ich überhaupt so etwas wie Texte? Texte beschreibt die Linguistik gerne in Gebrauchszusammenhängen, und alles das, was sie in Gebrauchszusammenhängen beschreiben, hat meist auch eine Funktion. Hier eine sehr bekannte und bald kanonische Beschreibung der Textfunktion von Prinker. Der Terminus Textfunktion bezeichnet die im Text mit bestimmten konventionell geltenden, das heißt in der Kommunikationsgemeinschaft verbindlich festgelegten Mitteln ausgedrückte Kommunikationsabsicht des Emittenten. Hier fehlt etwas, das reiche ich in der Präsentation nach, da ist ein Stück der Definition abgeschnitten durch die Grafik. Das heißt im Wesentlichen, es geht um die konventionell realisierten Handlungsabsichten und die in konventionell gewordenen Handlungsabsichten eines Textemittenten, der damit eine bestimmte Funktion realisieren will. Also mit anderen Worten, er handelt mit einem Text. Und deswegen bezeichnet Prinker diese Textfunktionen nach den klassischen Sprechaktklassifikationen von Searle als deklarativ, assertativ, direktiv, kommissiv und expressiv. Was genau dahinter steckt, sehen wir im nächsten Schritt. Also eine Textsorte ist, und zwar hier mit den schon dann ausbuchstabierten Funktionen, Deklarationsfunktion, also ich erkläre etwas, das etwas sei, und schaffe damit zum Beispiel neue Dinge in der Welt. Die Informationsfunktion, das heißt die Weitergabe neuer Nachrichten und Informationen mit neuem Nachrichtenwert. Die Appellfunktion, die direktive Aufforderung, die in Werbebotschaften zum Beispiel eine große Rolle spielt. Die Obligationsfunktion, das heißt die Selbstverpflichtung, die ein Sprecher oder ein Schreiber mit einem Text eingeht. Und die Kontaktfunktion, die auf die expressive zwischenmenschliche Ebene abzielt. Nach diesen Funktionen werden die Textsorten bestimmt, denn diese Textfunktion ist ein Basiskriterium für die Beschreibung von Textsorten. Bei Busch-Stenschke klingt es dann so: Die Textsorte ist eine Menge von Textexemplaren mit prototypischen Gemeinsamkeiten in der Textgestaltung, Funktionalität und Sprachstruktur. Entscheidend ist, dass die Funktionalität im Vordergrund steht und dass die Textgestaltung und die Sprachstruktur sehr häufig mit dieser Funktion in Einklang stehen. Das heißt, wenn wir im Seminar kurze Texte beschreiben, dann haben die meist auch eine vergleichbare Textgestaltung und eine vergleichbare Sprachstruktur, weil sie meist eine vergleichbare Funktionalität haben. Und diese drei Aspekte, das zeigte sich auch in der Seminardiskussion in der ersten Konferenz, gehen häufig miteinander in Einklang, und es lässt sich nicht genau sagen, ob es Beeinflussung gibt, der eine auf die andere Art und Weise, und wie das Verhältnis zueinander ist. Aus dieser
Summe von Textfunktionen und Texten, die eine bestimmte Textsorte repräsentieren, lassen sich dann Textsorten ableiten, nämlich die Deklarationstexte, Informationstexte, Appelltexte, Obligationstexte und Kontakttexte. Und Textsorten sind mit Bush-Stenschke Mengen von Textexemplaren mit prototypischen Gemeinsamkeiten der Textgestaltung, Funktionalität und Sprachstruktur. Das hatte ich gerade schon erwähnt und sie werden zur Grundlage dieser textuellen Bestimmungen von Textsorten, also Texte werden nach ihren Textfunktionen und Textsorten eingeteilt. Ja, wenn man das so schön macht, dann kann man wie hier Sandig 72 eine Klassifikation von Texten vornehmen und darauf will ich jetzt gar nicht eingehen. Sie sehen hier ganz unterschiedliche Kriterien für die Arten und Weisen, wonach man Texte beschreiben kann. Und unterschiedliche Textsorten, wie sie diesen Kriterien folgen. Und das Ganze, und damit würde ich eigentlich ganz gerne heute schließen, hat Ulrich Schmitz in seiner Medienlinguistik noch ein Stück weitergeführt, nämlich in der er den pragmatischen Textbegriff in einen bi- und multimodalen Textbegriff wandelt und sowohl grammatische, pragmatische als auch multimodale Aspekte an den Textbegriff anhängt. Zur Erklärung ganz kurz dieser Grafiken. Es geht darum, dass das Bild statisch sei, S-Bild für statisch und D-Bild für dynamisch. Damit sind zum Beispiel Bildfolgen gemeint, also Filme. Und Sie sehen, diese Kreuzklassifikation ist systematisch angelegt. Das heißt, es gibt diese Kombinationsmöglichkeiten sind immer mit einem Beispiel versehen. Hier geht es um die vorwiegend mündlichen Texte. Über das eine oder andere Beispiel wird man sicher diskutieren können. Und das Ganze legt er auch noch einmal vor für die vorwiegend schriftlichen Texte. Also die bi- und multimodale Kombination vorwiegend schriftlicher Texte, wobei hier wieder S für statisch und D für dynamisch steht. Ich möchte darauf hinweisen, dass er hier nicht alle Felder füllt, zum Beispiel Untertitel eines Films laut mitlesen, das ist ein Beispiel, das ich jetzt selber ergänzt habe, und das Mitlesen eines Psalms im Radiogottesdienst wäre ebenfalls ein Beispiel, was ich ergänzt habe. Und Sie sehen drei weitere freie Zeilen, die Schmitz in seiner Einführung auch nicht füllt. Und ich würde Sie einfach bitten, mal darüber nachzudenken, ob eines der Beispiele, die Sie für das Seminar bearbeiten wollen, in diese Klassifikation erstens passt. Und zweitens, wo sich Ihre Beispiele in dieser Klassifikation einordnen ließen. Ich zeige es Ihnen hier nochmal. Darüber können wir gerne im Seminar diskutieren. Und die Präsentation zu diesem ersten Input hänge ich in den Blogpost zum Seminar ein und stelle sie auch in die Matrixgruppe. In diesem Sinne, das war der erste Input zur Frage, was ist Text, auf der Basis von textgrammatischen, pragmatischen und einer leichten Hinführung, das werden wir noch vertiefen, zu multimodalen Aspekten von Text. Und ich freue mich jetzt auf die nächste Sitzung, wünsche noch einen schönen Abend. Auf bald, Ihr Alexander Lasch.